Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, die FDP als neue Bauernpartei, aufgesprungen auf den Landschaft-Verbindung-Zug. Dieser Antrag ist ein peinlicher Tiefpunkt des parlamentarischen Wirkens der FDP in Niedersachsen. Bereits im Eingangstext findet sich folgende Passage: Der gemeinsame Nitratbericht von Bundeslandwirtschafts- und Bundesumweltministerium aus 2012 stellte heraus, dass das deutsche Belastungsmessnetz als Sondermessnetz nicht repräsentativ für eine Beschreibung der allgemeinen Nitratsituation im oberflächennahen Grundwasser in der Bundesrepublik sei. Wer bildete von 2008 bis 2013 die Regierung in Niedersachsen? Schwarz-Gelb, meine Damen und Herren. Sie waren Teil der Landesregierung, liebe FDP. Was haben Sie nach diesem Nitratbericht unternommen? Gar nichts. Dieser Bericht ist jedoch die Grundlage der Klage der EU gegen Deutschland aus 2016. Und wiederum auch das schreiben Sie in Ihren Antrag, ohne rot zu werden. Das nenne ich Mut zur Wahrheit. War Ihre Regierungserklärung 2008 noch von markigen Sprüchen geprägt? Substanzielle eigene Handlungs- und Entscheidungsspielräume der Länder, Regionen und Kommunen, Subsidiaritätsprinzip. Machen Sie sich heute zum Bittsteller bei Bund und EU, wohlwissend, dass unsere Bundeslandwirtschaftsministerin keineswegs an Problemlösungen für niedersächsische Landwirte interessiert ist. Alle Anträge der damaligen Opposition, und da gab es einige zum Thema Wasserschutz, wurden ignoriert. Aber jetzt der große Wurf, die FDP wittert die Chance, die frustrierten Landwirte als Wählerpotenzial von der CDU abzuziehen. Wenn man den aktuellen Wahlprognosen glauben darf, haben sie das auch bitter nötig. Vier Punkte werden beantragt. Alle beginnen mit, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen. Was glauben Sie eigentlich, was die niedersächsische Landwirtschaftsministerin tut? Sie setzt sich auf Bundesebene ununterbrochen ein. Zu guter Letzt möchte natürlich auch die CDU das Wählerpotenzial der Landwirte nicht hergeben. Die Bundesregierung kann sich dann vielleicht auf EU-Ebene für irgendwas einsetzen, sie kann es aber auch lassen. Sie alle haben sich mit Freuden in die Hände der Brüsseler Zentralregierung begeben. Wer nichts entscheiden muss, kann auch nichts falsch machen, der kann aber auch nichts mehr bewegen. Ihre Forderung im Einzelnen, die Minus-20-Prozent-Regelung soll keine Anwendung finden, genau wie 2012. Damals beantragten Sie auch bei der EU ganz einfach eine Fristverlängerung, eine Ausnahmeregelung, statt echte Maßnahmen zu ergreifen, Problem verlagert auf irgendwann. Entschuldigung, Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Viehoff? Nein, ich möchte ausführen. Vielen Dank. Bitte. Ein bundesweiter Standard für ein einheitliches Grundwassermessnetz. Frau Viehoff, bitte. Sie wissen, wie langsam die Mühlen mahlen. Warum beantragen Sie nicht, dass die Landesregierung ein Messnetz für Niedersachsen zeitnah anpasst? Warum schaffen Sie damit nicht die Grundlage für unsere Landwirte, dass wir den aktuellen Nitratbericht mit nachweisbaren Fakten als das entlarven, was er ist? Eine gewollte Handlungsgrundlage für Klimaneurotiker und Wirtschaftszerstörer. Planungs- und Investitionssicherheit, das Lieblingsschlagwort jedes Politikers, der sich mit Landwirten beschäftigt. Es fehlt das Wort Zielkonflikt. Wenn der Musterschüler Deutschland wirklich jede Brüsseler Kopfgeburt mit 150% Zielerfüllung umsetzen will, passiert genau das, was man aktuell an jeder Stelle in unserem Land beobachten kann. Eine erfolgreiche Wirtschaft und ein hysterischer Klimaschutz stehen sich konträr gegenüber. Ein einfaches Beispiel: Alle wollen Weidetiere, glückliche Kühe auf grünen Wiesen, helle, luftige Ställe und ein lebenswertes Leben. Das wäre toll. Also stellen doch alle Landwirte einfach große, luftige Laufställe mit Weidezugang auf, Kühe glücklich, Verbraucher glücklich, Landwirt glücklich. Aber dann kommen die Zielkonflikte. Bauvorschriften, Genehmigungsverfahren, Bearbeitungszeiten, Brandschutzvorschriften, Grundwasserschutz, Gülleproblematik, Emissionsschutzgesetz, Wölfe und die Bereitschaft der Verbraucher, dafür noch tiefer in die Tasche zu fassen. Das Problem ist einfach, dass es ein Ping-Pong zwischen Verantwortlichkeiten gibt, zwischen Kommunen, Land, Bund, EU, hin und her. Niemand möchte tatsächlich tätig werden. Und in diesem Sinne wird auch dort nicht viel passieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau